Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Bitwalker. Willkommen beim Preview des April-Updates für die Xbox One. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum es so lange gedauert hat, bis ich das Video bringe, naja, ich habe einfach darauf gewartet, bis wirklich alle Features hier sind, die kommen werden, und nun scheint es so, dass es so ist, nämlich mittlerweile das zweite, sogar schon das dritte Update der Preview-Version für das April 2015 Update der Xbox One. So, es hat ein paar nette Änderungen gegeben, ein paar schöne Sachen sind hinzugekommen, und wir müssen jetzt einfach Punkt für Punkt durchgehen. Also als allererster gibt es ein paar Änderungen bei der Party-App, denn wenn wir hier eine Party starten, wird uns angezeigt, wenn man jetzt rechts oben schaut, unter dem Xbox-Symbol, seht ihr jetzt ein Kinect-Symbol, also daran erkennt man, dass ich jetzt über die Kinect chatte. Rechts sieht man auch das offene Schloss, das heißt, die Party ist offen für jeden. Wenn ich denn jetzt hier die Party ändern würde, zum Beispiel auf Einladung erforderlich, dann geht rechts oben das Schloss zu und die Leute wissen, die Party ist geschlossen, also die Leute, die hier drinnen sind natürlich, und keiner kann reinjoinen. Macht die Party wieder auf und die Sache ist erledigt. Wenn ich jetzt mein Headset anstecke, das mache ich jetzt nebenbei, dann dauert es ein paar Sekunden und ihr seht dann rechts oben statt dem Kinect-Symbol, zack, mein Headset-Symbol. Also hier kann man auch gut erkennen, ob es nun das Ganze über Headset läuft oder über Kinect, ob alles passt, ob alles funktioniert, wie man es haben will. Des Weiteren, wenn ich es ausstecke, achte kurz bei meinem Namen, da kommt dann ganz kurz ein Rufzeichen. Ja, jetzt habt ihr es gesehen. Das ist jetzt auch eine Erweiterung, denn die Party-Chat-App, die sagt euch auch dann, wenn etwas nicht passt, da werdet ihr das entsprechend mit Symbolen gekennzeichnet, wenn irgendwas nicht so richtig funktioniert, wie es funktionieren soll. Zur Party-App gibt es nachher noch etwas Interessantes, das zeige ich euch dann oder das sage ich euch noch. Und das ist nämlich eine Änderung, die ja sehr spannend ist, die man allerdings jetzt nicht so aktiv sehen kann, aber da reden wir nachher drüber. So, GameHub. GameHub ist ja gekommen beim letzten Update, glaube ich, dass man eigentlich von jedem Spiel Informationen sehen kann, und die gibt es nach wie vor jetzt auch da. Nur wurden die Links noch erweitert, also ihr könnt jetzt überall reinschauen, wenn ich hier bei den Aktivitäten reingehe und schaue mir an, was ich was, irgendwelche Aktivitäten von Freunden. So hat mir die Aktivität gefallen. Aber natürlich ist es gerade kein Spiel. Momentan, da hat ihre Aktivität gefallen. Dying Light habe ich einen Erfolg bekommen. Und da sieht man hier unten gleich das Dying Light Symbol. Und wenn ich hier draufklicke, komme ich gleich in den Game Hub von Dying Light und kann mir alles Mögliche anschauen. Die Erfolge anzeigen lassen, mir anzeigen lassen, wer dieses Spiel spielt. Die Übertragungen, die gerade laufen und so weiter und so fort. Also alles Mögliche direkt zu diesem Spiel. Und diesen Link findet man eigentlich fast überall. Also wenn man bei einem Freund reingeht, wenn man schaut, was der macht, überall gibt es die Möglichkeit, mehr oder weniger drauf zu klicken und sich eben den Game Hub entsprechend anzuschauen zu diesem Spiel. Also es wird ja auch wesentlich vereinfacht, dass man einfach schnell und flott dahin kommt. Hier zum Beispiel, schau mal, bei meinem schwedischen Freund, beim Emil. Auch hier sehe ich den letzten Erfolg, den ich gemacht habe, kann ich auch hier unten gleich auf Titanfall klicken und komme in den Game Hub von Titanfall. Kann ich ja auch entsprechend Erfolge, Bestenlisten und so weiter und so fort anzeigen lassen. Eine weitere Änderung, die ich sehr praktisch finde, ist nun die Anzeige der Erfolge. Bis jetzt war es immer so, dass unten einfach der Erfolg angezeigt wurde. Du hast den Erfolg XY freigeschaltet. Jetzt ist es so, dass du auch angezeigt bekommst, was du getan hast, um diesen Erfolg freizuschalten. Jetzt kommt das allererste die Meldung Erfolg XY freigeschaltet und dann blättert das Ganze um und dann sieht man, du hast 100 Kills mit der und der Waffe gemacht, um diesen Erfolg zu bekommen. Also auch eine sehr praktische, informative Geschichte, die das Ganze ein bisschen übersichtlicher gestaltet. So, eine ganz praktische Sache, die neu gekommen ist, und zwar kennen wir das schon von Xbox 360. Ich docke jetzt mal ganz kurz hier die Nachrichten an. Denn da gibt es wieder frischen Wind. Ihr kennt es noch von Xbox 360, da konnte man auch Sprachnachrichten schicken. Ja, das geht jetzt auch auf der One. Ich gehe hier mal auf diesen Chat rein und da seht ihr hier dieses Sprachnachrichten-Symbol. Da klicke ich mal drauf. Dann schicken wir mal eine Sprachnachricht. Aufzeichnung starten. Hallihallo, das ist ein kurzer Test für ein Video. Danke, ciao. Aufzeichnung beenden. Wir sehen doch oben schön die Kurve von dieser Aufnahme, also diese Wellenform von dieser Aufnahme. Ich kann sie auf Abspielen klicken oder ich klicke auf Senden und die Nachricht wird gesendet.
Das Tolle bei dieser Sache ist, das Ganze läuft jetzt systemübergreifend, also von Xbox One zur Xbox 360 und retour. Also könnt ihr es wirklich zu alten Konsolen, zu User auf alten Konsolen Nachrichten schicken und auch von denen Voicemails bekommen. Super Sache. So, zur Party nochmal ganz kurz. Ich dock's nochmal an, denn bei der Party ist es ja so, wir wissen ja, bis jetzt war es immer so, dass der Party-Chat immer von einem gehostet wurde, von einer Konsole, von einem, der da in der Party war, wurden die Daten gesammelt und dann an alle Spieler geschickt. Das hat immer wieder Probleme gegeben mit dem berühmten NAT-Problem oder sonstigen Problemen, dass Leute einfach nicht joinen konnten, dass Leute Sprachprobleme hatten, dass sie nicht reden konnten, nicht gehört wurden. Jetzt ist das Ganze anders, denn wenn ihr in dem Preview-Programm drinnen seid oder wenn halt das April-Update ausgeliefert ist, ist es so, dass wir dedicated Server haben für den Sprachchat. Das heißt, der Sprachchat kommt über einen eigenen Server. Also nicht mehr eine einzelne Konsole ist der Server, nein, das geht über einen eigenen Server von Microsoft, der die Sprache noch einmal verteilt. Und das soll eben starke Verbesserungen bringen, eben bei dieser NAT-Geschichte, bei diesen Connection-Problemen. Das soll mehr oder weniger der Vergangenheit angehören. Hier in der Beta, hier in der Preview-Version funktioniert das immer dann, wenn einer im Chat ist, der eben in diesem Preview-Programm drinnen ist. Dann werden alle auf diesen Server gezogen, auf diesen dedicated Server und können diesen Chat dort nutzen. Wenn das Update ausgeliefert ist, ist es eine fixe Geschichte. Ja, das sind hier jetzt so die Sachen, die aktuell im April-Update drinnen sind. Die klingen sehr vielversprechend und finde ich auch sehr praktisch, machen auch sehr viel Spaß und es zeigt immer wieder, Microsoft ist wirklich daran, das System am Leben zu halten und immer besser zu machen, damit einfach wir das bekommen, was wir haben wollen. Ich kann euch noch einmal den Tipp geben, in die offiziellen Foren von Xbox reinschreiben, ihr werdet gehört. Es wird nicht alles sofort gemacht, man muss priorisiert werden, ist ja ganz klar, aber Microsoft arbeitet wirklich daran, uns die Konsole immer besser zu präsentieren, immer besser zu bringen, dass wir einfach den Spaß damit haben. So, das war's von meiner Seite. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, euer Bitwalker.